Hey, Sünde zum Gruße, Leute. Es geht weiter mit Memoria. Und obwohl es jetzt irgendwie 2 Tage her ist oder so, dass ich gespielt habe, hatte ich einen Plan. Und zwar musste ich mich zwangsläufig erkundigen, weil ich hatte dann nach meinem letzten Versuch, wo ich nicht weiterkam, viel rumprobiert, aber habe dann mal mich schlau gemacht, was man als nächstes machen soll. Und ich werde es gar nicht erst jetzt versuchen, groß zu erklären. Ich glaube, dann verhaspel ich mich nur in schwierigen, komplizierten Erklärungen. Das eine war zum Beispiel, das ist mir aber selber auch aufgefallen, dass nicht der Herd eigentlich interessant ist, sondern der Teetisch. Ist das dein Tee? Ja, er hält mich warm. Ich verbinde viele gute Dinge mit diesem Aroma. Also da habe ich dann erstmal gedacht, das wäre der Fehler und habe dann nochmal alles mit dem Teetisch ausprobiert, statt mit dem Herd. Und das ist auch ziemlich gut, aber es reicht halt nicht. Wir gehen mal wieder zum Start, damit wir die Vision überhaupt benutzen können. Den Visionszauber. Ja, dann macht es auch so ein magisches Ding. So, und dann nehme ich jetzt mal Teetisch und Maske und natürlich die Erze, denn die findet er ja auch super. Ich habe inzwischen Lust auf die Maske bekommen. Aber erst mache ich die Sphäre fertig. Ja, und jetzt ist es so... Jetzt kommt der Teil, den ich noch nicht gemacht habe. Aber der müsste halt eigentlich klappen. Und zwar habe ich jetzt die ganze Zeit so rumgedacht, dass ich die Objekte benutzen muss, die positiv auf ihn wirken. Und das hat er ja gerade gesagt, ne? Ich finde das eigentlich super. Aber er findet das ja anscheinend einfach besser. Und da kann man auch nichts machen, außer, und das habe ich nicht ausprobiert, vielleicht einfach mal ihm eine Vision schicken auf die Sphäre, dass er die nicht mehr gut findet. Also alles, was er negativ findet, müsste man mal darauf anwenden, sodass er halt freiwillig quasi davon ablassen will. Auf die Idee bin ich leider nicht gekommen. Zumindest das letzte Mal nicht. Und ja, wir versuchen das Ganze nochmal jetzt. So, die Sphäre. Und er mag es überhaupt nicht, mit dem Besen zu arbeiten. Und er ärgert sich total, dass er die Tafel kaputt gemacht hat. Ah, wie abstoßend. Wie kann etwas so Schönes nur so negative Gefühle wachrufen? Zeit, mich etwas Schönerem zu widmen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das ist es also. Gibt es etwas Neues? Die Maske ist ein Speicher. Sie speichert Erinnerungen. Ja, indem sie einem die eigenen aussaugt. Ja, das auch. Aber das ist banal. Viel faszinierender ist, dass sie alles speichert, was um sie herum geschieht. Es ist, als würde sie die Welt im Stillen beobachten und sich alles merken. Wenn es uns gelingen würde, ihre Wirkung umzukehren, könnten wir auf ein gigantisches Archiv vergangener Zeiten zurückgreifen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Alles klar, es hat also geklappt. Wie immer einfacher, als ich dachte, Maskenmagie umkehren. Wie lässt sich die Magie der Maske umkehren? So etwas braucht Zeit. Ich würde versuchen, eine Abart eines Reversales in einen Edelstein einzuweben und diesen dann an der Maske befestigen. Wenn anschließend der Spruch im Inneren der Maske rezitiert wird, sollte sie ihre gegenteilige Wirkung entfalten. Statt den Träger leer zu saugen, würde sie beginnen, ihm einst gespeicherte Erinnerungen zu übertragen. Das klingt aber irgendwie trotzdem, weiß nicht, ob das so gut ist. Ich will, dass ihr die Wirkung der Maske umkehrt. Das braucht Zeit. Außerdem fehlt mir dazu ein passender Edelstein. Was denn für ein Edelstein? Ich will, dass ihr... Das braucht... Außer... Moment. Brauchst du den hier? Brauchst du den Rubin? Nehmt diesen Rubin hier, webt den Umkehrspruch hinein und kehrt die Wirkung der Maske um. Ich sagte doch, so schnell geht das nicht. Ich muss die Beschaffenheit des Steins erst prüfen. Gegebenenfalls nachschleifen. Dafür haben wir keine Zeit. Ich will wissen, was die Maske weiß. Forscher unter Druck setzen, freundlich bitten. Machen wir erstmal freundlich. Bitte. Ihr müsst es tun. Das werde ich, aber nicht jetzt. Eine so überalte Aktion wäre viel zu riskant. Also müssen wir ihm bestimmt wieder eine Vision schicken, oder so? Tut, was ich euch sage. Ein solcher Eingriff ist gefährlich. Ich brauche alles, was ich kriegen kann.
um in der Gurt zu überleben. Hm. Es geht hier um mein Leben. Also macht. Das gefällt ihm wohl gar nicht. Ihr werdet gleich nun entweder sehr dumm oder sehr schlau sein. Fdan fasgadan es blaste quatan, umorillo gras ferel goran, hilbemutir gerul felan, und hier quatan feluntir sodan. Hey, könnt ihr mich hören? Ich hatte eine Vision. Eine fremde Erinnerung? Es hat also doch funktioniert. Also doch? Ihr habt großes Glück, dass ihr noch sprechen könnt. Welches Wissen habt ihr noch? Habt ihr neue Fähigkeiten gelernt? Wenn ja, zeigt es mir. Was können wir denn jetzt? Aktivieren, deaktivieren. Ach, das können wir jetzt selber. Aha, das ging ja vorher irgendwie nur über den Stab. Interessant. Und interessant, dass der Stab diese Fähigkeiten kann und sie jetzt auch. Hat das denn dann einen Zusammenhang? Was mache ich jetzt? Zeig, was dich die Erinnerungen in der Maske gelehrt haben. Okay. Ich glaube nur, was ich sehe. Okay, was soll ich denn aktivieren? Ihr fordert meine Geduld. Was soll ich denn machen? Das geht nur bei magischen. Ich warte. Ihr könnt zaubern? Ich erinnere mich nur an diesen einen Zauber. Nein, wartet. Da ist noch mehr. Je häufiger ihr auf Erinnerungen in der Maske zurückgreift, desto mehr Erinnerungen werden euch zugänglich sein. Nehmt die Maske ab. Erinnert ihr euch noch immer? Nein. Die Zauber sind weg. Wie ich es mir dachte. Die Wirkung ist nur aktiv, solange ihr die Maske tragt. Setzt sie wieder auf und wirkt den zweiten Zauber. Ach, so nach und nach können wir denn jetzt alles mit der Maske, was wir vorher mit dem Stab konnten? Ich nehme mal an. Ja, das ist die Vision. Wie, und er will jetzt, dass wir ihm eine Vision schicken und dass er weiß? Okay. Ja, dann weiß ich auch nicht. Hört auf, mit meinen Gedanken zu spielen. Lasst mich nun nur noch eines versuchen. Nehmt den Rubin ab und setzt sie wieder auf. Könnt ihr noch immer zaubern? Ja. Ich erinnere mich an mehr und mehr. Ha! Ich bin brillant! Wenn der Rubin einmal eine Verbindung zwischen Träger und Maske hergestellt hat, bleibt sie auch ohne Stein bestehen. Das reicht nun. Gebt mir die Maske und ihr könnt gehen. Wir sollen ihm echt die Maske geben? Was ist das jetzt für eine Fähigkeit? Oh. Ich glaube, sie wird ihn jetzt versteinern. Oha. Krass. Er wurde zu einem kleinen Kristall gepresst. Ich schätze, der Zauber nimmt es nicht so genau, in welche Gesteinsart er jemanden verwandelt. Das ist ja übel. Okay. Oh, er tut mir ja voll leid. Er wurde zu einem kleinen Kristall gepresst. Ich schätze, der Zauber nimmt es nicht... Ja, und den lässt du da jetzt einfach liegen, oder was? Was auch immer sich damit anstellen lässt. Sie nimmt es auf jeden Fall mit. Oh. Unser Steingesicht erwacht. Na endlich. Was ist los? Was willst du? Das Gesicht reagiert auf die seltsame Kugel. Ah, das ist ja cool. Mhm. Solange ich die Kugel besitze, scheint er mir folgen zu wollen. Ja, okay. Können wir jetzt unseren Stab wieder nehmen?
Ja, das ist wahr. Aha, ja, ja. Was jetzt? Ich will unseren Stab wieder mitnehmen. Macht sie das nicht? Will sie den gar nicht mehr bei sich haben, weil die beiden sich nicht mehr verstehen? Oder wie? Man hat ihn an den Tisch gekettet. Ja, der bleibt jetzt da liegen, oder was? Anscheinend. Und wir machen uns jetzt auf die Socken? Was auch immer das ist. Elementargeister scheinen sich wie magisch davon angezogen zu fühlen. Elementargeister? Da fällt mir das Feuerchen unten ein. Das, wo wir ausprobiert hatten anfangs, auf was es reagiert. Das werde ich mal als nächstes ausprobieren, ob der dann auch da reinkommt. Er besitzt nun die Macht, die Wirkung von magischen Artefakten umzukehren. Kann er den dann wieder umkehren, den Forscher? Ich verwandle ihn erst zurück, wenn ich weiß, wo dieser Garten ist. Ah, okay. Was ist mit dem Stab? Kann der zurückverwandelt werden? Der sagt wieder irgendwas, weil seine Augen blinken, aber wir wissen halt nicht was. Das führt doch... Das wird niemand... Das klappt alles nicht, aber man könnte ihn wieder zurückverwandeln. Immerhin ein kleiner Lichtblick. Mir tut der Stab irgendwie leid. Er ist mir einfach gefolgt. Dass wir den da jetzt lassen, aber okay. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal nach unten gehen. Zum Untergrundsee? Ich weiß nicht. Ich will vor allem erstmal nicht aufs Gästezimmer. Drachenhalle. War das Drachenhalle? Ratshalle, genau, da möchte ich hin. Da war nämlich hier diese Laterne und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. Geist des Feuers, gehe mit mir. Ei, und das klappt sogar, wie toll. Oh. Was war das denn? Egal, aber wir haben es geschafft. Also das war schon mal eine gute Idee. Und die Leute sind ja auch nicht mehr da. 7 Runen sind darauf eingraviert. So, und du hast ja hier das Zeichen, sehe ich gerade. Das ist doch hier. Das Siegel. Vergleich das mal. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Der Weg... Es hat die Form der Maske. Soll man die Maske hier vielleicht irgendwie anwenden oder so? Oh. Oh, wie cool. Ich spüre die Maske in meiner Tasche. Es ist, als würde sie mich dorthin ziehen. So, und jetzt bin ich hier sonst wo? Mit meinem Zauber könnte ich sie alle versteinern. Das bringt aber nicht viel. Aus den Wänden wachsen Pflanzen. Ist dies ein Vorraum zum Garten? Das wäre natürlich toll. Denn hier ist ja dieses Zeichen, was wir auch suchen sollten. Ich spiele übrigens die ganze Zeit blind, ne? Nur, dass ihr das nicht denkt, dass ich ja weiß, was ich tue. Ich könnte jetzt was machen, eine Vision schicken, aktivieren, vielleicht was aktivieren? Nichts geschieht. Die Pflanzen? Irgendwas anderes? Das bringt doch nichts. Und wenn ich sie alle versteine? Alle schön nacheinander. So. Wer zaubert in meiner Kammer? Ich habe so lange geschlafen. Bitte weckt mich mit eurer Magie. Aktivieren, deaktivieren möchte ich jetzt. Wohin denn? Auf die Pflanze? Das geht nur bei Magie. Ah. Erschrecke nicht. Bleibe sitzen. Es gibt etwas, das du wissen musst. Hör gut zu und du wirst verstehen. Es war einmal Satinaf, der Wächter der Zeit. Was auch immer geschieht, geschehen sollte und geschehen war, schrieb Satinaf in sein Buch der Zeit. Wer von den im Buch beschriebenen Wegen abwich, oder sich anschickte, die Zeit neu zu schreiben,
den bestrafte Satinaf mit dem Schlimmsten, was einem Wesen je widerfahren konnte. Er riss die arme Seele aus ihrer Existenz, als habe sie nie existiert. Was heute niemand mehr weiß, Satinaf hatte einen Diener, mich, den Zaitchin Mnemoremnon. Im Namen meines Herrn durchwandelte ich die Zeiten, bestrafte die Ketzer und heilte die Risse, die durch ihre Ketzereien im Gefüge der Zeit entstanden waren. Ich war mächtig, und doch war ich nur ein Diener. Ein Diener der grenzenlosen Willkür eines verhärmten Meisters. Es kam der Tag, an dem sich all dies ändern sollte, als eine Frau mit ihrem toten Sohn vor Satinavs Antlitz trat. Sie flehte um das Leben ihres Kindes, um eine Richtigstellung der Zeit. Doch Satinav, in seiner unendlichen Grausamkeit, wollte nicht hören. Nur ich. Ich hatte Mitleid mit dem Wesen. Und in einem Akt grenzenloser Güte erschuf ich mein mächtigstes Werkzeug. Eine Maske. Meine Maske. Und ich gab sie an das Wesen, auf das niemals wieder jemand etwas Kostbares verlieren musste. Unheimlich. Oh, okay. Und zack sind wir wieder zurück. Das war ja mal cool. Oh, ich liebe ja sowas, ne? So kleine Zwischensequenzen. Das ist toll. Und man hat ja auch so viel über Satinav erfahren, was ich jetzt gerade nicht alles wiedergeben möchte. Ihr habt es ja gerade gehört. Aber trotzdem frage ich mich, was es noch am Ende alles zu bedeuten hat, was da gerade erzählt wurde. Ja, wir könnten natürlich jetzt auch mal aufs Dach gehen. Weil wir sind doch jetzt frei, dann könnten wir doch vielleicht mit Kasim uns mal unterhalten. Eventuell. Was machst du da? Psst! In der Erde schläft ein Humusgeist. Er kümmert sich um die Fruchtbarkeit des Bodens und schläft gerade. Sei bitte leise, ja? Ach, wie süß. Okay. Mehr gibt's dazu nicht? Sie kümmert sich um die Pflanzen. Mhm. So viel frisches Gemüt, nicht einmal so viel. Das kennen wir ja schon. So, Kasim, hinuntersehen. Da sind wir wieder und diesmal halt frei. Ah, okay. Hey, Kasim! Er ignoriert mich. Ah, das ist ja ein netter Bruder. Wir haben hier wieder so einen Geist. Können wir den holen? Er reagiert nicht. Vielleicht ist er ein höheres Wesen als die anderen Geister. Nahe der Wand spielt ein weiterer Luftgeist. Seine Nähe hat eine Rune zum Erscheinen gebracht. Mhm. Eine Rune. Hat die was mit unserem Symbol zu tun, oder? Das ist nicht das Maskensymbol, nach dem ich suche. Okay, das hatten wir ja auch gerade. Das war ja super, dass wir das auch da unten zufällig gefunden hatten. Ich habe das nur direkt an der Säule gesehen gehabt. Feuergeist, vielleicht mit dem reden? An der Stelle spielt wer. Nahe der Wand spielt seine Nähe. Komm her. Er gehorcht nicht. Was kann ich denn mit dem Luftgeist mal machen? Ich weiß nicht einmal. Also den irgendwie so zu uns holen geht ja wohl nicht. Er reagiert. Tja. Komm her. Er gehorcht nicht. Hey! Er ignoriert, dass ich ihn ausgerechnet hier wieder treffe. Von mir aus kann er in diesem Loch verrotten. Okay, die haben irgendwie echt kein gutes Verhältnis, die beiden. Und wir haben hier ganz viele von diesen Sechsecken. Vielleicht soll da ja, ich weiß nicht, sollen da viele Elemente Geister hin? Kannst du da was machen? Also, dass wir sagen, hier haben wir den Erzgeist, der kommt da auch hin? Ah, die ganzen Geister, die wir sammeln sollen, sind dann hier und bleiben hier. Und dann öffnet sich vielleicht ein Tor oder so. Hier haben wir jetzt den Luftgeist, hier haben wir jetzt den Erzgeist, die sollen da alle hin, die sollen da gar nicht weg. Unser Feuergeist, den hätten wir dann ja auch schon.
Klasse, fehlen ja dann nur noch 4. Das ist ja cool. Okay, wir gehen wieder. Ich bin auf der Suche nach den anderen Geistern dann. Wir haben eine neue Aufgabe quasi. Gibt's denn hier auch noch, bei den Beten, sagte sie ja, da ist dieser Geist. Können wir den dann auch holen? Yala, komm heraus. Ah, das ist ja toll. Das ist ja cool. Okay, dann packen wir den da natürlich direkt auch hin. Wir sind voll die Geisterjäger. Das ist gerade der Humusgeist. Also uns fehlt dann eigentlich noch Wasser. Wasser. Wind haben wir ja. Was hätte man noch? Keine Ahnung, was die anderen beiden noch sind. Ach, sagt sie jetzt eigentlich was? Nee, warte mal, gehen wir auch nochmal aufs Dach. Sie meinte ja, der schläft und ich soll leise sein. Hat sie da jetzt was gemerkt? Das frage ich mich ja gerade. Hey! Psst, sonst wächst du noch den Geist auf. Habe ich schon. Gut, dann gehen wir nach draußen. Wo könnten wir denn mal die nächsten finden? Wo finden wir Wasser? Ach, ich weiß wo. Bestimmt bei diesem tollen Raum. Diesen. Genau, geh da mal hin. Ich weiß nicht, ob wir von hier aus da hinkommen. Auf das Dach. Nee, dann war das doch ein blöder Zweig. Haupthalle, ne? Und dann war doch hier dieser Raum zum Untergrundsee. Da finde ich doch bestimmt einen Wassergeist. Hier. Es leuchtet da doch schon. Geh da mal hin. Geister des Wassers, erhebt euch! Das ist voll toll, dass wir die sammeln können. Er sieht aus und fühlt sich an wie ein glibberiger Fisch. Okay. Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Da fehlt noch was vom Siegel. Können wir das selber irgendwie machen, oder? Die Zeichnung passt genau. Und nun? Es ist nur ein Teil. Können wir das denn selber dann noch irgendwie... Ich weiß auch nicht. Das wird niemals... Können wir das vielleicht aktivieren oder so, weil wir doch... Es ist nur ein Teil. Was fehlt noch? Ja, aber was? Was mache ich denn dann? Das finde ich das nächste Mal heraus. Ich habe es auf jeden Fall jetzt hier hingelegt. Und... Hallo! Satya al-Kibir! Mit ihrem Befehlston. Hey! Kommt da noch was zurück? Hallo! Nö, ich glaube nicht. Gut, dann, ja, ich kümmere mich mal um das Ornament das nächste Mal, aber vielleicht haben wir hier wieder irgendwie so eine Pforte oder irgendwas. Es soll, da fehlt ja was, aber ansonsten ist es ja anscheinend wieder eine richtige Stelle. Ich bin gespannt, was hier noch so kommt. Ich hoffe, ihr auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal.